Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiny Tinas Wonderlands. Wir sind hier wieder in der Oberwelt und hier gibt es einiges zum Erkunden, glaube ich, ne? Das habe ich, glaube ich, schon abgeschlossen. Da hinten gibt es aber noch eine Quest. Hier ist vielleicht, ja, noch ein bisschen Geld, immer gut. Oh nein, jetzt gibt es einen Fight. Ja, okay. Passt genau auf deinen Arschknochen. Halt dein Maul. Nee, doch nicht. Hallo, Tanzfreunde. Hallo, Mädchen. Ich muss das posten. Okay, kannst du mit dem Meißel umgehen? Ich weiß es nicht. Ich bin Belle the Dance, die erste Influencerin der Welt. Ich bin aus Berufsgründen heiß. Meine Fans sollen sich jederzeit an meinen Anblick erfreuen können. Deshalb musst du mein Ebenbild in Stein hauen. Muss ich das? Ja, okay. Hau ihr Ebenbild in Stein. Oh, ich liebe diesen Blickwinkel. Okay. Was jetzt? Ah, lol, das war's schon. Okay, dann müssen wir hier weitergehen. Machen wir. Hier kommen wir jetzt in unbekannte Gefilde. Gehen erstmal hier. Oh. Nehmen mit die Kohle. Aha. Guck mal hier. Schöne Truhe. Was haben wir? Geld. Können wir immer brauchen, Geld. Kann ich das kaputt machen? Hier? Ne, untersuchen. Snackangriff. Okay. Tina, dir ist ein Käseflip aufs Spielbrett gefallen. Oh, nein, das stimmt nicht. Er liegt genau da und versperrt unserem Charakter den Weg. Vielleicht ist es gar kein Käseflip, sondern ein großer, uralter Meteor, der vor Jahrtausenden vom Himmel gefallen ist. Ihr erkennt eine Art Schloss darauf. Den Schlüssel dafür findet ihr in einem Verlies, das ich mal sowas von schon längst vorbereitet hatte. Ah ja. Ah ja, genau. Das hier. Okay. Das ist denn, so wie es ausschaut, eine Quest. Was haben wir hier? Ein Handwerker mit peinsamen Blicken. Das heißt für die Einsamen. Nur auf perverse Weise. Nein, heißt das nicht. Oh, willst du wetten? Verdammt bin ich peinsam. Boppo wurde gegen seinen Willen von seinen Bauplänen getrennt. Aha. Du willst hier doch hoffentlich nicht den Fluss überqueren. Ich wollte diese magische Brücke gerade reparieren, als irgendwelche Nichtsnutze meine magischen Baupläne stahlen und damit in eine düstere Höhle flohen. Hol sie mir zurück, okay? Okay. Lass ich erstmal das hier machen. Ich muss da hochgehen. Die Frage ist, wie komme ich da? Hier noch eine Quest. Aha. Hey, du da. Hey. Im Namen der Forschung. Nikolas benötigt Hilfe, um die wirklich echte Wissenschaft der Alchemie voranzutreiben. Ich befinde mich im Forscherwettstreit meines Lebens. Meine Brüder glauben, dass sie die Alchemie vor mir meistern können. Mein aggressiver Versuchsplan hat meinen Kessel zerstört. Besorg mir Blei aus den Bergen, damit ich meine Brüder schlagen kann. Okay. Nehmen wir hier mal noch das Geld mit, hauen hier einen rein, zack. Tolle Pose, meine Tanzfreunde werden es lieben. Super. Hau ihr Ebenbild in Stein. Ja, die Frage ist jetzt, wie komme ich da hoch? Upsi. Okay, dann gehen wir da mal in das eine Verlies rein für den Käse-Pickup. Machen wir halt das. Seht, ein sorgfältig entworfenes Verlies. Es ist da drin so ist der Schlüssel sicherlich. Baron, die Treue zu schwören. Du verlierst überall Spur. Ist dir das klar? Ist mir doch egal. Beim Versuch gestorben. Hey. Ey, sag mal. Du versperrst. Vergeh. Ruhe hier. Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwecken, oder? Machst du da, Hilfsgefährde? Was
dunklen Baron. Hau die mal alle kaputt hier, bitte. Next, da drüben. Oh ja, der war gut. Der sollte sterben. Da ist noch jemand. Sehr gut. Was willst du auf deinem Kampfstein stehen haben? Nicht, dass du einen kriegen wirst. Ey. Ich bin nur neugierig. Summer. Geht's doch? Komm, jetzt hau ihn endlich. War da unten jemand oder wo? Hä? Ah. Bleib mal stehen jetzt. Verdammt nochmal. Ich hab gesagt, stehen bleiben. Mann. Ich habe schlimmer als dich getötet. Sogar heute schon. Jetzt hör mal auf da. Okay. Noch mehr. Dann mal weg mit euch. Eruptor. Eruptor. Bäm, Junge. Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Alle sollen sie verbrennen. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Hier wird erstmal gar nichts abgefeuert. Ich sagte, dass du meine Feinde vernichten sollst. Hab ich das nicht so gemacht? So, jetzt mal ruhig hier. Mein Gott. Komm, immer mehr. Ey! Beruhig dich, okay? Blöde Gigantin hier. Gut gefurzt. Kampf bestanden. Sehr gut. Okay. Richte kurz deine Aufmerksamkeit hier rauf. Aha. Was ist das? Eine Nahkampfwaffe. So, ich muss mal kurz die Tasten durchgehen. Entschuldigung. Gehen wir noch ein bisschen hier durchsuchen. Vielleicht finde ich noch irgendwas Nützliches. Maybe. Entschuldigung. Missklick. Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Was von Belangen ist. Ja. Zurück. Hopp, hopp. Noch ein Kampf. Ach, ey. Schon bald wirst du zu uns gehören. Wow, 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 wow. Ruhig, meine Freunde, ruhig. Meine Knochen. Scheiß auf deine Knochen. Sage mal. Geht's noch? Geh doch jetzt einfach einmal alle drauf, bitte. Danke. Guck mal, da ist einer. Nicht getroffen, schade. Oh, damn. Mach mal. Sehr gut. Komm, mach sie alle an Arsch, bitte. Wow, 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 wow. Du da, du hast auch zu sterben, verstanden? Blöder Zombie-Schütze hier. Genau, Explosion, das ist super. Bam! Wo ist der Badass hin? Hier. Stirb jetzt endlich! Danke. Das hat nichts gebracht, das ist zu weit weg. Ach du Scheiße.
bin fast tot. Der lebt immer noch. Jetzt aber. Meine Güte. Eieieiei. Ich hab gar nicht gemerkt, dass da der Badass, Magier, was auch immer, noch lebt. Naja, nehmen wir die Belohnung mit. Der Schlüssel. Und noch ein bisschen Munition, die brauchen wir nicht. Gehen wir mal raus hier. Raus, raus, raus. Und hopp. Gut, wir öffnen den Käseflip. Ihr steckt den Schlüssel in das Schloss und der große uralte Meteor hebt sich vom Boden. Und kehrt in den Himmel zurück, von dem er einst fiel. In deinen Mund rein, oder? Du könntest auch einfach zugeben, dass dir der Flip aufs Brett gefallen war. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, komplett Tiere sind beinahe gottgleich. Okay, was ist das hier? Nein, ist dem Gott Zichios geweiht, dem Schutzpatron des strammen Gehens. Okay. Finde den Baden, es geht dadurch, begib dich zum Kropfberg. Wie kommen wir denn dahin? Gehen wir nochmal hier durch. Ich frag mich, was das hier ist. Gehen wir mal rein. Komm. Wir gehen mal rein hier. Denke ich auch. Darum bin ich auch hier rein. Ey! Geh kaputt hier! Huch! Oh, ich dachte, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Sag mal. Geht's noch? Ja, du musst nicht furzen, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Das bringt uns nichts. Pilzi. So, jetzt stirb endlich. Ja, Mann. Um die Klinge zu schleifen. Ist hier noch irgendwer? Wow! Ey! Ruhig und schlafe zu dem Wiegengesang aus Stahl. Zum Glück sind die Kultisten jetzt nicht unbedingt stark. Beziehungsweise sie halten zum Glück nicht viel aus. Komm, hoch mit dir. So ist brav. Einer von uns wird gleich so richtig. Ey! Okay, wenn es zwei sind, dann machen wir das so. Hat's noch mehr? Nee, es ist noch nicht fertig. Hey. Stehen geblieben. Wo ist er hin? Hä? Lol, wieder hoch. Mich verarschen? Blöder Assassine. Nichts bringt das Blut so sehr in Ballung wie ein wenig Mathematik und Organisation. Geh mal weg hier. Oh, komm. Stirb. Danke. Next, please. Sag mal, was soll das denn? Hier. Zack. Weg mit denen. Da nach oben wieder. Ja, gut. Und fertig. Ja, gut. Ey! Was war das? Hoppala. Hier geht ja alles. Ich mache ja alles kaputt hier. Naja, geh mal zur Truhe. Gib mir eine schöne Belohnung. Wie sieht mein Inventar aus? Ah, nur mehr als genug Platz. Okay. Pistole und ein Zauber. Gut. Nächster Kampf. Wunderbar. Was für Normalos. Hab ich sie getroffen? Yeah. Ich habe gesehen, wohin du nun gehst. Hoppala.
Jetzt reicht's mir aber. Hier. Nimm hey, meinen Hammer. Komm schon. Oh ja, jetzt aber. Weg mit dir, Kultist. Komm. Ich hab gesagt, weg mit dir. Du auch. Ja. Noch ein Kultist. Sehr gut. Kommt alle her. Kommt nur. Okay. Was ist das denn? Erreiche Level 10. Ah. Okay. I like that. Oh, badass. Dann machen wir so. Willst du mal stehen bleiben hier? Yes. Und hep. Ey. Lass mich hier, Mann. Will das Zeug einsammeln. Danke. Und hier ist, falsche Seite. Hey, Bauplan. Die Bauten, die gehören euch. Juhu. Ich bin der Beste. Okay, dann gehen wir mal zum Kollegen da zurück. Begib dich zum Kopfberg. Sprich mit Borpo. Ah. Das ist es. Warte mal, ich habe hier noch Skills zur Verfügung. Und zwar, was verbessere ich denn? Kritische Trefferchance oder Action Skill Abklinggeschwindigkeit? Kann ich auch hier nach unten? Wenn sich Schicksalsbringer in Rette deine Seele befinden, verursachen ihre Pilzgefährten, versuchen ihre Pilzgefährten sie wiederzubeleben. Bei Erfolg verursachen die Schicksalsbringer und ihre Gefährten eine Weile erhöhten Schaden. Kann ich aber noch nicht machen, ha? Schade. Warum nicht? Ah, ich muss noch 2 Punkte im Skillbaum. Ah, okay, noch. Also sprich ab Level 13 sozusagen. Ne, ab Level 12, Entschuldigung. Dann mach ich doch... Wir verstecken mal den Gefährten ein bisschen. Okay. Dann die heroischen Attribute mach ich mal hoch die... Was mach ich hoch? Die Einstimmung. 1% mehr Abklingzeit. Meine Pläne. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich liebe diese Baupläne aus tiefstem Herzen. Und ja, ich meine romantische Liebe. Um es deutlich zu sagen, ich lebe im Polykül mit meinen Bauplänen. Jo. Reparieren wir nun diese Brücke, meine Süßen. Also reparieren ist ein bisschen... übertrieben. Du musst das Ding erstmal bauen. Hier ist eine magische Regenbogenbrücke als Geschenk von meiner Familie an deine. Schönen Tag noch und erfriere nicht. Danke. Cool. Okay. Was ist das? Das war gar nichts, aber okay. Haemons Kauleiste entdeckt. Okay. Sehr gut. Mach mal alles kaputt hier. Bäm. Und da oben ist dann der letzte Stein von der anderen Kollegin da. Hm, hier noch die Truhe mitnehmen. Her mit the money. Dann gehen wir, warte mal. Bleierz. Oh, erst 3. Naja, wir machen mal die Quest hier mit dem Ebenbild. What the hell is that? Ja. Und zack. OMG, perfekt. So heiß. So heiß. Super heiß. Du lässt mich vor meinen Fans heiß aussehen und ich helfe dir vor deinen Fans heiß auszusehen, falls du welche hast. Natürlich habe ich Fans. Habe ich eine neue Rüstung bekommen oder was ist das da? Müsste, ne? Hm. Na guck mal, jetzt ist ein Feuerwerk in Pracht. Warum steht da 0%? Binde den Baden, begib dich zum Kropfberg. Ah, das ist für die Quest Kotz.
Was haben wir noch? Das Bleierz. Habe ich jetzt plötzlich 4. Das sind die Sachen da. Ja. Logisch. Okay. Ja. Zack. Das ist Nummer 4. Nummer 5. Now I get it. Komm, einsammeln, danke. Oh nein. Noch hässlicher. Ich meine, mein Charakter ist schon verdammt hässlich. Was willst du denn bitte noch machen mit mir? Es gibt noch so viel zu lernen. Ja, okay, machen wir das mal so hier. Hey. So. Wer hat hier gerade einen? Bitteschön. Das sieht doch super aus. Du da. Stirb. Hat eine weitere Seite. Blöde Bomben hier. Komm, lass die alle explodieren da. Meine Güte. Oh. Na? Was ist das denn da? Ein Hexenmeister. Oder ja. Ich sage mir jetzt einfach mal Hexenmeister. Oh shit. Was willst du denn? Wo ist er? Ah, hier. Oh shit, ich mach dir ja gar keinen Damage. Hoppala. Scheiße. Komm, hau drauf. Hau drauf auf alle. Und so. Nein, rette deine Seele. Scheiße. Komm. Sehr gut. Kampf abgeschlossen. Oh, okay. Das war ein intensiver Kampf. Sagen wir es mal so. Okay. Wo kann ich raus? Nimm deine Belohnung. Wo sind die? Hätte die sie nicht noch weiter weg platzieren können? Oh. Aha. Ist das eine Armbrust? Nee. Doch. Natürlich ist das eine Armbrust. Na guck mal, da war eine gute Belohnung hier. Zeig mal her mein Inventar. Okay. Das ist neu. Zeig mal. Zum Beispiel 2 neue Ringe. Dunkelmagie-Effizienz, Action-Skill-Dauer. Kritischer Zauberschaden, kritische Zaubertrefferchance. 4,1% Nahkampfschaden. Okay. Dann der Schild. Die sind beide kacke. Okay. Dann hier. Das ist. Ich weiß gar nicht, wie dieses Ding heißt. Ich sag dir jetzt einfach mal die Skill-Erweiterung. Irgendwie so. Okay. Kritische Trefferchance für Gefährten, Feuerrate, Fähigkeiten, Kritchance, Schutzregenerationsrate, kritischer Nahkampf, Trefferchance. Und der Gefährte wird noch ein bisschen gepusht. Okay, ist eigentlich nicht mal so verdammt schlecht, ne? Woher sagt, der Schaden gegen Skelette und Zombies wird um 20% erhöht. Das ist halt relativ nice, aber ich schätze das hier als nützlicher ein mit den Bonis hier und den Skillpunkten, die verteilt werden. Und Zauber möchte ich keinen ersetzen. So, dann hier, Waffen habe ich jetzt nicht wirklich viele neue, okay. Das bringt auch nichts, gut. Gehen wir mal zurück. Zurück. 3 Erzstücke noch. Hier haben wir direkt 2, was super ist. Was hier los? Nix. Okay. Weiter geht's. Ja. Machen wir schon mal kaputt. Das letzte Stück ist da oben. Ich hoffe jetzt einfach, es kommt noch kein Kampf mehr. Ah, scheiße, da muss ich da durchgehen. Ja, okay. Dein Tod bereitet mir keine Freude. Nee.
Ich gehe direkt hier rein, dann kann ich der anderen da ausweichen. Danke. Das machen wir noch schnell. Okay, oh, schon wieder Kobolde. Scheiße. Ja, dann suche mich heim. Hexendoktor, hau mal ab hier. Jetzt sind sie alle schön auf einem Haufen. Das ist gut. Bam. Alle sollen sie verbrennen. Sehr gut. Ey. Der lebt immer noch hier. Komm mal her hier. Sag mal, geht's noch? Ja. Hör mal auf, hier dich Tüftler zu nennen. Du bist gar nichts. Du bist nervig. Sonst nichts. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay. Ich sehe gerade nichts. Das ist schade. Ha! Komm schon, geh drauf. Danke. Scheiße, ey. Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig ist. Wer lebt noch? Da drüben lebt noch einer. Hier auch noch. Gewonnen. Alter, diese Kobolde. Es ist nicht easy, gegen die zu kämpfen. Holy shit. Rüstungsmuster, cool. Hier ein bisschen Geld, Munition, Heilung. Super. Hier mal noch nachladen. Oh, ich habe nicht mehr so viel Munition fürs Scharfschützengewehr, ha? Du erspähst ein Schreinteil. Oh! Schön! Yes, Baby! Sehr gut. Zack! Beeil dich und bring mir das Blei. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Sehr gut. Habe ich jetzt überhaupt was bekommen? Na, gehen wir mal zum Alchemist. Können wir dort die Quest abschließen? Da hinten ist er. So geht's nämlich. Hi! Ich bin wieder im Rennen! Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Deine Bezahlung. Eines Tages cool, wird danke. Ich nie das nennen, denn alles, was ich berühre, wird sich in Gold verwandeln. Das werden wir ja noch sehen, ob das so stimmt. Okay. Lass mich mal, ich habe hier noch Ausrüstungsteile schon bekannt. Gepflegtes Kyras. Und die trockene Hitze ist schon bekannt. Ja, das ist natürlich schade. Zeig mal Tagebuch. Ich habe nur noch eine Nebenquest offen. Okay, nämlich die Kotzquest. Begib dich zum Kropfberg. Okay. Das können wir nächstes Mal machen. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.